Nach einer schnellen Skizze mit wasserfester Tinte werden wir diese heute aquarellieren. Für die Hautfarbe nehmen wir Orange und Rot in einer starken Verdünnung. Jetzt tragen wir über die gesamte Hautfläche einmal diese Lasur auf. Ich verbinde die beiden Körper direkt miteinander und spare im Gesicht die Lichtpunkte aus, vor allem in der Brille. Die Haare werden nass in nass mit dem Gesicht verbunden. Es gibt da keinen Abstand. Das verläuft etwas ineinander. Und nach der ersten hellen Schicht setze ich eine weitere dunkle drauf, um ein Lichtspiel in den Haaren zu erzeugen. Die Farben in der Hose und in der Haut sind beide sehr nass und deswegen verlaufen sie jetzt relativ stark ineinander. Wir wollen aber eine lockere Aquarellskizze haben und von daher ist es ein gewünschter Effekt. Und mit ein paar Spritzern kann ich die Skizze weiter auflockern. Für das T-Shirt entscheide ich mich für einen dunklen Farbton. Und um eine Farbharmonie zu schaffen, nehme ich für den Pullover der Frau die gleiche Farbe. Ich betone noch die Schatten und die Falten. Und lege schon ein paar erste Hintergründe an. Das T-Shirt der Frau ist weiß und um das darzustellen, muss ich die Schatten in Blau oder kann ich die Schatten in Blau darstellen. Jetzt werden in einer zweiten Schicht die Dunkelheiten, die durch den Schatten entstehen, in der Haut aufgetragen. Thank you.
Und damit ist unsere lockere Aquarellskizze für heute fertig. Szenen wie diese finden sich jederzeit im Alltag. Das Material zum Üben geht nicht aus. Und ganz besonders toll ist es natürlich, wenn man diese Skizzen in einem Skizzenbuch anlegt und das vielleicht wie ein Tagebuch verwendet. Zum Thema Skizzenbuch werde ich noch viele Videos bringen, also bleibt dran.